Hallo, ich möchte euch mal den Tianxun TX 850 vorstellen. Er soll der Nachbau sein vom Technetic G2. Gestänge sieht schon ein bisschen anders aus. Die Spule ist ein optischer Nachbau von einer Garage-Spule. Gleich mal zu den Nachteilen. Gestänge ist sehr klapprig. Spule ist sehr schwer. Und von der Handhabung her ist es eigentlich das gleiche wie ein Technetic G2. Wir schalten den mal an. Das ist der normale Disc-Modus. Sensibilität kann man drehen bis auf 100. Hat er eigentlich keine Probleme damit. Pinpoint-Funktion. Hier kann man ausdiskriminieren. Der schwarze Balken ist ein hoher Ton oben. Der etwas hellere Balken. Man sieht es hier. So, jetzt ist ab bis 20 alles ausdiskriminiert. Ab 10, ab 20. Und die Töne werden hoch ab diesem schwarzen Balken. Wie gesagt, Pinpoint-Funktion. Das ist der Allmetall-Modus. Kann man zuschalten. Ground-Grab-Funktion. Threshold-Schalter kann man einstellen. Wir machen aber jetzt mal im normalen Disc-Modus. Machen wir jetzt mal einen tiefen Test. So, jetzt machen wir den tiefen Test mit einer 2-Euro-Münze. Man merkt, je näher man in der Spule kommt, desto lauter wird der Ton. Und jetzt sind wir schon ungefähr bei 32 cm. Wir haben noch eine 20 Cent Münze. Da sind wir ungefähr bei 25 cm. Jetzt habe ich nochmal den Allmetall-Modus aktiviert. Und man wird merken, da geht noch wesentlich tiefer. Hier sind wir bei 40 cm mit der 2-Euro-Münze. Und 32 mit dem 20-Cent-Stick. Noch eine Besonderheit zu dem Detektor. Hier wurde nachträglich noch ein Lautstärkeregler eingebaut. Hat der normale Tianxun serienmäßig nicht. Wie gesagt, wenn man Qualität haben möchte, was das Gestänge und die Spule angeht, würde ich den Technetic G2 empfehlen. Ansonsten, wer sparsam unterwegs sein möchte, mit dem Gerät, was technisch funktioniert, aber eben von der Handhabung her sehr schwer ist, der könnte mit dem Tianxun TX 850 losziehen.